Herzlich willkommen in der neuen Woche zum Modul B Socializing. Und heute beschäftigen wir uns insbesondere mit dem Thema Online-Kommunizieren. In jedem Modul möchte ich Ihnen ganz gerne etwas zum Thema erfolgreich Lernen näher bringen. Genau, ob es wirklich Geheimnisse sind, glaube ich nicht. Ich möchte einfach nur Dinge hervorheben, die meiner Meinung nach sehr, sehr wichtig sind für ein interessantes, gutes und erfolgreiches Studium. Heute also ein Geheimnis des erfolgreichen Studierens, und das lautet: Studieren geht mit Freunden zusammen besser. Ich glaube, das ist A und O beim Studieren, dass man sich Freunde suchen sollte, und mit denen macht es viel mehr Spaß und vor allem unterstützen die einen auch. Und insofern glaube ich, dass es keine gute Idee ist, so wahnsinnig konkurrenzorientiert auf dem Campus rumzulaufen und nicht mit anderen Leuten sich gegenseitig zu helfen, um zu versuchen, erfolgreich zu studieren. Ich denke, dass sie das auch alle machen, aber ich will es einfach nochmal ins Gedächtnis rufen. Und dazu ist es sehr notwendig, dass sie miteinander kommunizieren, und das macht man natürlich am besten, wenn man sich trifft und sich zusammensetzt. Und wir versuchen ja auch an der Universität Bremen durch die neu eingerichteten Lernräume und durch Neugestaltungen wie zum Beispiel die GW2-Cafete angenehme Plätze zu schaffen für sie, wo sie sich in echt treffen können. Gleichzeitig ist aber unsere Zeit heutzutage geprägt, dass man darüber hinaus noch viel über Medien miteinander kommuniziert. Und heute schauen wir uns dazu verschiedene Medien an. In dieser kurzen Präsentation hier erzähle ich erstmal allgemein was, und danach gibt es lauter kleine Präsentationen, wo ich das dann am Rechner vorführe, was man mit den verschiedenen Werkzeugen machen kann, um sein Studium zu unterstützen. Online-Kommunizieren hat klar Vorteile, ist ortsunabhängig, man kann sehr günstig Distanzen überbrücken, gerade wenn man mit jemandem kurz mal kommunizieren muss, der vielleicht in einer anderen Stadtteil wohnt oder vielleicht sogar in einer anderen Stadt. Das geht sehr spontan, und mittlerweile kann man auch mit mehreren Personen gleichzeitig kommunizieren. Also was ganz klar über so normale Möglichkeiten wie das Telefon hinausgeht. Hier rechts sehen Sie eine Szene aus Second Life, wo man neben dem Audiokommentar auch noch so einen eigenen kleinen Avatar hat, so eine kleine Figur, und dann sich dann auch zusammensetzen kann online. Okay, ob das so wahnsinnig sinnvoll ist, dazu sollten wir, hoffe ich, noch ein paar Links reinstellen, dass Sie sich selber anschauen werden. Ich werde es wahrscheinlich nicht demonstrieren, aber vielleicht, wenn das Interesse da ist und sollen Sie ein paar Kommentare schreiben, dann zeigen wir auch nochmal Second Life. Man kann aber auch Leute kennenlernen online, wenn man keine kennt und sich vielleicht nicht so richtig traut, in der Cafete jemanden anzusprechen. Können Sie versuchen, online Leute kennenzulernen. Das geht natürlich auch. Erscheinungsformen: Man unterscheidet bei den Kommunikationstypen vor allem zwischen den asynchronen und den synchronen Kommunikationsformen. Asynchron bedeutet, ich spreche etwas, ich schreibe etwas und warte dann aber nicht auf die Antwort, sondern das bleibt erstmal so stehen, und irgendwann mal, wenn der Kommunikationspartner, der nicht vor Ort ist oder der nicht zur gleichen Zeit auf meine Kommunikation reagiert, der oder sie tut dann irgendwann Antworten. Also typisches Beispiel: ich schreibe eine E-Mail und hoffe dann, dass mein Gesprächspartner irgendwann darauf antworten wird. Gegensatz dazu wäre Voice over IP, also im Endeffekt telefonieren übers Netz. Das macht keinen Sinn, wenn ich da keinen Gesprächspartner habe. Da geht es hin und her, auch genau beim Instant Messaging oder beim Chatting. Ich frage Unterschied Instant Messaging und Chatting. Instant Messaging, da geht es eigentlich um ein direktes Austauschen einer Person. Man kann auch mehrere Leute dazunehmen, aber es ist ganz klar, wen man dort hat. Und beim Chat dann eher ein Raum, wo viele Leute miteinander sprechen. Das verwischt so ein bisschen in letzter Zeit. Ein weiterer Unterschied ist, ob man individuell kommuniziert, also 1:1, oder in Gruppen. Das heißt, dass mehrere Leute miteinander kommunizieren, oder in der Massenkommunikation wird dann eine Person zu ganz vielen Leuten
ob das Kommunizieren. Wobei man natürlich auch fragen muss, ist das noch Kommunikation? Weil Kommunikation ist ja eigentlich etwas, was hin und her geht. Im Letzten sicherlich mehr möglich, Massenkommunikation zu machen, wo auch wieder was zurückfließt von den Rezipienten. Gleichzeitig muss man sagen, Massenkommunikation ist ein bisschen übertrieben. Also die Zeiten der Riesenquoten im Fernsehen, wo 15 Millionen irgendwas gesehen haben, die nähert sich so langsam dem Ende. Wobei es natürlich auf YouTube auch Videos gibt, die dann 15 Millionen Mal gesehen werden. Noch kurz zur Gruppenkommunikation. Da gibt es Oldschool-Sachen wie Mailinglisten, die aber gar nicht schlecht sind. Da schreibt man eine Mail zu einer Mailingliste und dann kriegen alle Abonnenten dieser Mailingliste diese Mail und können auch darauf antworten. Foren kennen Sie vielleicht auch, Stutter-P, das sind Bereiche, wo man Fragen stellen kann und sich austauschen kann. Weblogs können Gruppenkommunikation sein, wenn man Kommentare darauf kriegt. Genauso beim Microblogging, das wäre Twitter, wenn man sich aufeinander bezieht. Beim Microblogging kommt man schon sehr nah in das Synchrone teilweise hinein. Synchron-Gruppenkommunikation gibt es mittlerweile sehr viel Audio- oder Videokonferenzen-Systeme, wie zum Beispiel Skype. Und sehr viel wird das auch genutzt in Online-Spielen, also wie so First-Person-Shooters, aber auch in Online-Rollenspielen. Beispiel wäre dazu World of Warcraft, wo dann auch in Gruppen zusammen kommuniziert wird. Und die Massenkommunikation, wie gesagt, so massig ist das gar nicht mehr vielleicht. Sie können auch eine Website haben, die vielleicht nur 40 Leute anschauen. Sie können auch ein Video live broadcasten, wenn Sie eine kleine Tagung machen. Sie laden jemanden ein, der spricht, dann können Sie das live broadcasten und manchmal schauen das vielleicht 20 Leute an. Aber für die kann es interessant sein. Und ansonsten gibt es Weblogs. Sie haben jetzt alle Blogs eingeführt. Sie führen jetzt ein. Da werden wir uns mal genau anschauen, wie man das eigentlich nutzen kann zum Studium. Und Podcasts wäre im Grunde sowas, wie wir hier machen. Podcasts waren früher ausschließlich Audioaufnahmen, aber sogenannte Vodcasts. Die nehmen dann Video auch noch mit dazu und können genauso runtergeladen werden. Da die meisten iPods und andere MP3-Player mittlerweile auch Videos abspielen können. Das Online-Kommunizieren hat allerdings ein paar besondere Eigenschaften. Also zum einen ist eine starke Kanalreduktion damit verbunden. Das heißt, wenn Sie sich mit jemandem von Angesicht zu Angesicht unterhalten, dann haben Sie nicht nur verbale Kommunikationskanäle, sondern vor allem auch nonverbale Kommunikationskanäle. Und Sie können, wenn Sie etwas vielleicht nicht ganz so ernst meinen, können Sie mit den Augen rollen oder sowas. Das ist in E-Mail nur eingeschränkt möglich, zum Beispiel über sogenannte Emoticons. Und da muss man halt sehr aufpassen, weil im Endeffekt der Gegenüber doch immer das Gelesene versucht zu interpretieren. Und schon der gute alte Watzlawick hat gesagt, man kann nicht kommunizieren. Und neben der Inhaltsebene gibt es auch immer eine Beziehungsebene und häufig interpretieren dann die Rezipienten, die Empfänger Dinge vielleicht gar nicht so, wie sie sich das vorgestellt haben. Ein anderes Problem kann sein, dass eine gewisse Enthemmung oder auch eine größere Offenheit entsteht bei dem Kommunizieren, weil man irgendwie sich gar nicht so bewusst ist, dass so viele andere Leute zuhören und zuschauen. Und da muss man auch so ein bisschen aufpassen, was man eigentlich alles so im Netz von sich lässt. Hier finden Sie wieder ein paar Quellen und genauso gibt es natürlich auch wieder ein paar Bild- und Audioquellen dazu. Ansonsten zeige ich Ihnen jetzt gleich die verschiedenen Werkzeuge und wie man sich da anmeldet und wie man die nutzt. Und vielleicht für den einen oder anderen, selbst Sie können es sich aussuchen, aber selbst vielleicht beim Thema Mail finden Sie vielleicht doch noch ein paar Tipps, auch wie Sie es gut nutzen können. Insofern schauen Sie doch mal kurz rein. Wenn Sie merken, Sie können das alles schon, dann gehen Sie halt zur nächsten. So, vielen Dank erstmal und bis zur nächsten Episode.